Tiere sind super. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Auch wenn ich persönlich auf Spinnen verzichten könnte. Obwohl sie mir thematisch ja eigentlich nah sein müssten. Aber diese Beine, Naja, damit sie und alle anderen Tiere uns trotzdem erhalten bleiben, werden im Zuge des Netzausbaus Vorkehrungen getroffen. Der Tierschutz liegt uns am Herzen. Wie das aussieht, Otte erklärt's. Hallo, ich bin Matthias Otte. Bei der Bundesnetzagentur arbeiten vom Schlaufuchs bis zur Nachteule so viele Tiere, dass uns das Thema quasi ein ureigenes Anliegen ist. Manch einer behauptet, hier würden gar nur Faultiere arbeiten. Das kann ich nicht bestätigen. Der Bau neuer Stromleitungen ist wichtig für den Klimaschutz. Nichts Neues mehr, habe ich Ihnen schon erzählt. Beim Planen der Bauvorhaben ist aber wichtig, dass Tiere möglichst gut geschützt werden. Tiere können sowohl vom Baulärm gestört, als auch verletzt oder im schlimmsten Fall sogar getötet werden. Auch der natürliche Lebensraum der Tiere kann beschädigt werden. Glücklicherweise können die zeitweise entstehenden Schneisen wieder bepflanzt werden, um die Lebensräume bestmöglich wiederherzustellen. Idealerweise können wir den Tieren einen so attraktiven alternativen Lebensraum anbieten, dass sie ganz von alleine dahin umziehen. Sollte das nicht möglich sein, werden die Tiere vor dem Bau vergrämt oder umgesiedelt. Klingt ein bisschen hart, ist aber manchmal notwendig. In Gebieten ohne hohe Bäume nutzen Greifvögel die Freileitung, um Ausschau nach Beute zu halten. Zugvögel ruhen sich aus oder nutzen die Nisthilfen an den Masten. Es ist zwar nicht der natürliche Lebensraum, zeigt aber, dass viele Tiere sehr anpassungsfähig sind. Gefährlich ist das in der Regel nicht. Da der Abstand zwischen den Leitungen groß genug ist, wird kein Vogel gegrillt. Problematisch ist es allerdings, wenn große Vögel wie Störche gegen eines der Leiterseile fliegen. Um das zu verhindern, nutzen die Netzbetreiber in potenziellen Gefahrenbereichen Vogelschutzmarkierungen. Auch brütende Vögel sollen bestmöglich beschützt werden. Die Bundesnetzagentur genehmigt einen Bau deshalb nur, wenn auch das Brutverhalten von Vögeln berücksichtigt wird. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Paarungszeiträume bei allen anderen Tieren. Es stellt sich ja immer wieder die Frage, was jetzt eigentlich besser ist. Erdkabel oder Freileitung? In Bezug auf den Tierschutz gibt es keinen eindeutigen Gewinner. Erdkabel minimieren die Unfälle durch den Zusammenstoß mit Strommasten. Dafür gibt es beim Bau umfangreiche Auswirkungen. Vor allem der Lebensraum von Tieren unter und auf der Erde wird stark eingeschränkt und gefährdet. Dazu zählt in Deutschland zum Beispiel der Feldhamster, der schon den Bau von so mancher Autobahn zum Erliegen gebracht hat. Aber auch Käfer und Maulwürfe werden bedroht, wenn man ihren Lebensraum einfach aufbaggert. Freileitungen können dagegen diese wertvollen Lebensräume teilweise einfach überspannen. Sind dafür nicht schön anzusehen. Nur am Rande. Ob eine Leitung als Freileitung oder Erdkabel gebaut wird, entscheiden nicht wir oder die Vorhabenträger. Das entscheidet der Gesetzgeber und wir können nur in Ausnahmefällen davon abweichen. So, das war's für heute zum Thema Tierschutz. Weiterführende Infos gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Da befindet sich auch irgendwo der Abo-Button und die Glocke. Denn gemäß Statistik freuen sich 8 von 10 Tieren, wenn sie da drauf drücken. In diesem Sinne, machen Sie es gut, Ihr Matthias Otte.